Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Valheim. So, ich habe das Tor schon mal ein bisschen umgebaut. Das war eine Sache von 3 Sekunden. So, verbunden sind wir auch. Wir haben umgeparkt schon in der letzten Folge alles. Heute wollte ich einmal kurz hier hinten zur jeden x-beliebigen Mine, um Schawumpel? So, ausgezeichnet. Oh, guten Tag! Oh, guten Tag. Der hat wie viel Schaden gemacht? Willst du mich verarschen? So, der letzte Furz. Ach, ist ausgefurzt. Sehr schön, geil. Ich nehme mir wieder stinkiert alte Leder mit. Komm ran, ja. Mann, ist immer das Gleiche. Was ist das hier immer? Hier kommt so ein fetter, riesenblauer, keine Ahnung, hier der Dunkelwald, ja? Der Dunkelwald, Bulli kommt hier an, ja? Der hier alles aufkloppt, ja? Ich mache hier 3 Pfeile. Und er ist weg. So, und was denkt sich der kleine Grauzwerg so? Hey, der ist im Dunkelwald. Ich muss den jetzt aufschlagen, ja. Komm, zusammen. Zusammen sind wir stark, mein großer blauer Freund. So, dass der schon lange tot ist, ja. Dass der schon über den Jordan schon, wisst ihr? Kriegt er, also keine Ahnung, reicht er die geistige Kapazität nicht? Oder wie sieht das aus? Keine Ahnung. Ist wie bei Skyrim quasi. Ist irgendwie, man hat gerade heroisch gegen einen Drachen gekämpft, ja? Man saugt die Seele des Drachens für neue Kräfte, die unmenschlich, unbeschreibbar sind, die man mit dem normalen menschlichen Verstand nicht fassen kann, ja. 3 Sekunden später kommt so eine Banditenbande vorbei und sagt, hey, komm her, dich häuten wir wie einen Fisch. Und du denkst nur so, okay, gut, ja. Die müssten mal zum Optiker oder so, oder vielleicht, müssten die vielleicht noch mal irgendwie zur Schule gehen, weil der Baumschulabschluss, auf den sie so stolz sind, reicht in der modernen Gesellschaft leider nicht mehr aus, quasi, weißt du? So, um eine 4-köpfige Familie durchzubringen. Oder wie auch immer. Keine Ahnung. Man kann sich nur wundern. Man kann sich wirklich nur wundern. So, da ist ein fettes Haus. Das Ebene, da hinten ist nochmal Eisen. Ah, okay, gut. Eigentlich müssten wir doch hier. Ach nee, die habe ich hier abgebaut, damit ich sie beim Knochenwanzen packe. Das war ja die. Okay, gut, ja. Ach komm. Wir probieren's einfach mal, weißt du? Dumm dreist ohne noch mehr Kupfer. Ohne Gifttrank probieren wir es einfach mal. Wir rennen jetzt einfach mal dumm dusselig, wie wir sind. Guten Tag, hallo! Ja, warte mal. Kurzer Pfeil. Och komm, zu stabil. Was soll denn das heißen? Boah, sag mal. Der hat 6,8 gemacht. Warum vergeude ich hier eigentlich meine guten Pfeile? Meine guten Pfeile für so ein bisschen Wurstpelle. Das ist doch, naja, egal. So, einmal hier rein. Ich war hier schon drin, ne? Oh, guten Tag, hallo. Und wegen Wurstpelle. Tschüss. So, da müsste ich lang. Einmal da, nur geradeaus.
Beziehungsweise wir nehmen wohl noch mal den einen oder anderen Abstecher, oder? Ich finde es nicht so geil. Wir gehen mal da so lang. So, hier kann man noch so halbwegs trockenen Fußes, ja. Ich habe den Motor hier hoch vom letzten Mal, habe ich immer noch nicht aus dem Botten raus. Wir wollen zum Punkt. Zum Häuschen. Und da mal nach dem linken und rechten gucken. Ach Mensch, ey, jetzt immer wieder. Oh, Schlundegel, hallo Herr Schlundegel. Geil, Blutsäcke kann ich gut gebrauchen. Komm ran hier, komm. Ja, komm hier. Warum sind die so lethargisch? Was ist hier los? Gib mich Blutsack. Ja, ausgezeichnet. So, das Häuschen. Das kleine, schöne. Mir fällt gerade was auf. Oh Gott. Tschüss. So, mir fällt gerade wirklich was auf, ja. Es ist immer schön, dass wir hier im Sumpf sind und so. Und nostalgisch, ja. Und Erinnerungen, ja, an damals, an früher und so, als die Welt noch besser war. Und schön. Und wir noch naiv. Und, aber irgendwie waren wir früher... Ach so, ist ein Baumstamm. Irgendwie waren wir früher auch ein bisschen... gescheiter? Kann man das so sagen? Waren wir früher irgendwie ein bisschen... Vielleicht haben wir auch einfach mehr mit der Materie zu tun gehabt, weißt du? Das war... Weiß ich nicht. Man wird ja mit dem Alter mal so ein bisschen reflektierter, hoffentlich. Man denkt mehr über sich nach, die Wirkung auf andere und natürlich auch, wo es hingehen soll im Leben, ja? Die Ziele, Wünsche, am besten sollte man das natürlich auch immer noch mit einem Plan verbinden. Wo bin ich denn, wo möchte ich denn sein, ja? Also was wäre denn ein Traum quasi in 5 Jahren? Wo will ich sein, wie schaffe ich das? Dann wird da ein Plan, da wird da eine Zukunftsperspektive draus, ja? Im negativen Sinne kann man das natürlich auch machen. Wie muss es weitergehen, beziehungsweise was darf ich nicht tun, was muss ich unterlassen, damit dieser Plan nicht in Erfüllung geht, beziehungsweise was wäre quasi mehr oder minder ein sehr negativer Lebensentwurf? Aber das hat ja nichts mit Weisheit zu tun oder so. Und das führt mich dann jetzt wieder nach dem vielen Geschwafel, ja, was eigentlich halbwegs wenig Sinn gemacht hat. Vielleicht ja ein bisschen quasi. Führt es jetzt eigentlich dazu, dass ich früher hätte ich den Schlüssel nicht vergessen. Da wäre ich eigentlich so klug gewesen und... hätte den eingepackt, während ich gerade zu Hause gewesen wäre, weißt du? Das ist so, man kann es natürlich auch aufs Alter schieben. Man kann es auch einfach aufs Alter schieben, das ist ja dann auch, einfach so in Ordnung. So, ich mal kurz durchschnaufen. So, ich muss noch ein bisschen... Komm, ich springe jetzt auf den Kopf. 0,6. Nicht. Wenn es hier runter geht, haben wir Arschkarte. Haben wir richtig Arschkarte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann zünde ich hier aber den Wald an, ey. Das ist ja aber so sicher wie das Amen in der Kirche. Alter Schwede, so. Schnell mal ausladen, schnell mal reparieren. Wir haben ein bisschen Holz am Start. Ihr könntet mir wieder ein paar Pfeile kredenzen. Super wichtig, dass wir das machen. Ist echt top. Ist geil. So, machen wir... Ach komm, die normalen, ja, das reicht schon. 80 von den heißen irgendwie. Das ist dann schon, glaube ich. So, das hier... Oh, wir haben das...
Gut, dass wir das mitgenommen haben. Hätte uns ja ausgehen können, weißt du? Dann hätten wir da nicht mehr genug gehabt für Aktivitäten. So, ein bisschen Holz. Ah, die Kiste füllt sich wieder. Oh, wir könnten uns fast einen ganzen Stack Pfeile machen. Schön. So, ein paar Därme wieder hier rein. Achtet ihm ihre Fleisch. Die irdischen Überreste des riesen Ilmi. Kann es sein, dass... Ich habe schon wieder vergessen. Ymir war das der Riese, der aus dem die Welt quasi besteht. Also der Weltenbaum mit seinen Welten. Ist das so? Bin mir unsicher. Bin mir wirklich unsicher. Keine Ahnung. So, da können wir noch mal so reinkippen. Nee, ich habe noch ein bisschen Gold dabei. Das könnte da rein. Das könnten wir hier nochmal. Hier nochmal rein. Hier nochmal. Hier nochmal und hier draußen. Und dann habe ich nichts mehr am Start. Ausgezeichnet. So, dann haben wir zumindest das. Und alles ist repariert und wir sind abfahrtbereit. So, na? Hab ich dich dran gekriegt? Ach, sehr schön. So, einmal hier durch. Sehr schön. Ach. Spaß und Schabernack. So. Jetzt aber wieder Fersengeld. Alter Schwede, das tut mir wirklich ein bisschen leid. Ich vergessen. Das ist schon wieder. Eigentlich ist es so tief, diese Erinnerung ist so tief verankert mittlerweile, ja. Sumpf. Was für Mühen, Qualen und irgendwie wirklich auch bittere Erlebnisse wir da hatten. Aber upa. Den Schlüssel. Den Schlüssel habe ich völlig vergessen. Da wäre ich null dran gedacht. So, aber die nächste Krypta ist ja nicht allzu weit weg. Ach, ist schön. Ist echt geil. Boah, wieder mal eine Krypta. Oh, hallo, guten Tag. So, Nummer 1. Das Problem ist immer so, wenn der Kumpi tot umfällt. Dann kriegen die das immer spitz, quasi. Das ist immer... Ist dann halt nicht der berühmte Wind, weißt du? Die sehen einen dann schon auch immer. Was ist denn... Ach, das sind normalen Sumpfgeräusche, wa? Whee! So. Einmal hier, einmal dorthin. Wir müssten... Da drüben. Hinter dem Häuschen. So, kommt man hier gut rüber oder müssen wir schwimmen? Ich glaube, das geht, oder? So, beherzter Sprung. Und dann können wir doch hier schon mal... Dann könnten wir hier doch schon mal wieder schön einkehren. Ach. Wow. Ach komm, zur Feier des Tages. Komm ran, ja, du ekliger Schleimmassenfropfen. Oh, hoppala. Bin ja jetzt im Wasser. Oh, was wir auch mal ausprobieren könnten. Komm ran hier, meine Freunde. Das war sehr überraschend. Ich hätte bestimmt noch mal zweimal mindestens mit dem Schwert gefühlt reinhauen müssen. Das ist... Ja, okay, gut, ja. Wir müssen das nochmal eruieren. Vielleicht sollten wir uns nochmal irgendwie einen Blob anlachen und mal mit dem Frostner schön reinklatschen. Heißt das dann auch... Guck mal, wenn der so geil gegen Schleimmasse ist.
Wenn das so geil gegen Schleimmasse ist. Oh, guten Tag, hallo! Das ist auch mega gut gegen Draugen. Was zum Teufel? Hallo, guten Tag. Sind hier noch welche? Oh nein, ah, jetzt muss ich wieder graben. Ich muss wieder graben, um die armen Draugen zu befreien. Edemine Mu, dran bist du noch lange nicht. Ach egal, komm hier. Hier ist schön, hier könnt ihr auch ein bisschen was sehen. So. Ach, Eisenschrott. Ah, lang ist's her. Ah, jetzt spült er wieder richtig schön schleimig, moderig in unsere Taschen. Es ist ein Traum, es ist wirklich ein Traum und hier ist schon die erste Sackgasse, aber wir können gelben Pilz mitnehmen. Geile Scheiße. So, wir lecken mal wieder alles schön. Hier, wir lecken mal die Wände ab quasi, damit wir auch wirklich alles mitnehmen. Da war noch, da, hier, dort, dorthin. Nee. Nein. Nee, hier sind wir. Na endlich. Hat aber auch eine Schimmer. Schade. So. Judy, dann redet hier weiter. Ich müsste mir mal... Ach, herrlich. Ah, ein schönes, muffiges, sumpfiges, geiles... Ich will es nicht aussprechen. Brot. Ich wollte Brot sagen, aber noch mit Adjektiven davor. So. Schwede. So. Wie sieht es hier aus? Ist da noch... Hier ist erstaunlich wenig am Start, wa? Hallo, guten Tag! Oh, Entschuldigung. Nee, wollte ich gar nicht. Hupala. Jetzt... Vor vielen Aufregung? Vor der vielen Aufregung? Der macht ordentlich Schaden rein. Der macht... Ist das... Warte mal. Nee, das ist Eis, oder? Ist das Eis oder ist es der... Oder ist es... Also ist es Eis oder ist es der Geist? Komisch, keine Ahnung. Müssen wir mal... Weiß ich nicht, müssen wir mal... Ach, ich bin hier schon wieder so gierig. Ich muss doch hier erst noch die Brotkrumen auflesen. Haben wir hier noch irgendwas übersehen? Ich glaube nicht. Oder kann ich hier... Ah, oh, herrlich. Ach, so schön. Geil, die Welt speichert. Ach, so geil. So. Dann werden wir uns hier mal schön gütlich tun. Große Vagie, natürlich. Also ist ja schön und gut, dass wir jetzt wieder schön am Grinden sind. Ich nehme die Gamepilze auch mit. So. Weil sie geil sind. Und weil ich sie brauche. Irgendwie braucht man alles dann irgendwann nochmal später. So. Ah, ist die große Vagie. Wir konnten ja heute... Oh, weiß ich nicht. Hallo? Es speichert. So, 30 Sekunden sind durch. Wir könnten ja eine schöne ausgedehnte... Wir machen einfach eine schöne... Die brauche ich definitiv... Das brauche ich definitiv auch nicht. Eine schöne ausgedehnte Folge heute machen, weißt du? Und ich mache... Was hängt denn hier drin? Das habe ich noch nie gesehen. Da hängt ein Schild drin. Da hängt ein Schild, wirklich ein Schild. Was jetzt leider natürlich in seine Einzelteile zerfallen ist. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber naja, gut. Und ich könnte dann quasi hier die Krypta, könnte ich dann mehr oder minder alleine dann, weißt du, ohne dich. Ohne dich dann fertig machen. Außer du sagst jetzt irgendwie, nein, wir haben so lange keine Krypta mehr gehabt. So, deshalb... Da geht es so ja weiter. So. Ja, vielleicht noch eine Folge, aber ist natürlich auch nicht so. Aber wir haben mal ein bisschen Abwechslung im Gegensatz zum... Hallo, guten Tag! Wie? Also... Ja, was ist denn das hier? Warum? Irgendwo, was ist denn das hier? Irgendwo bin ich gerade hängen geblieben. Ach, an dem Schrotthaufen bin ich hängen geblieben. So, hab ich jetzt hier nochmal. Hier jetzt auch noch. So, und da. Das ist schön. Da ist noch gewesen.
Und dann... Ach, hier. Sehr schön. So, hat sich überhaupt nicht gelohnt. Nicht im geringsten. Wir haben noch ein paar Innereien gefunden. Ich habe schon wieder keine Fackel am Start, aber hey, hey, das ist doch wohl klar, oder? So. Ich könnte. Wir haben quasi... Wir brauchen mehr Kisten. Wir brauchen einfach mehr Kisten. So, die Schrotthaufen waren früher auch irgendwie ergiebiger. Da ist auch irgendwie viel mehr rausgekommen, habe ich das Gefühl. Aber das kann natürlich auch nur wieder die allseits beliebte Verklärung der Vergangenheit sein. Ich komme an die Sachen nicht ran, oder? Jo, ausgezeichnet. Ich gucke jetzt auch nicht mehr drauf. Wir sind hier fertig. So, da war noch Eisenschrott. Oh, ja, geile Scheiße. So, sehr schön. Dann sind wir hier einmal durch. So, von hier sind wir gekommen. Dann könnten wir jetzt hier lang. Dann machen wir hier vorne erstmal, ja. Erstmal hier in der Dunkelheit machen wir dann erstmal weiter. So, dann haben wir nämlich das schon mal hinter uns. Die... Nehme ich die Knochen mit? Die fetten, uralten Knochen. Nehme ich die mit? Oder lasse ich die hier? Am Ende brauchen wir sie wieder. Irgendwie, keine Ahnung. Für irgendeine Waffe. Für irgendeinen Scheiß. Für, keine Ahnung. Keine Ahnung. So. Heißt also. Ich lade die trotzdem mal aus. 269. Nicht verkehrt. Schlamm. Ach komm. Egal. So, ich würde schon gerne einen Stock irgendwie hier rausbröckeln wollen, aber das sollte ja eigentlich kein Problem sein. Andere Krypten waren da ein bisschen freizügiger. Stelle ich jetzt einfach mal nur so in den Raum rein, ja? Da war deutlich mehr Lametta, ja? So. Ich musste da zwei oder dreimal sogar gehen, ja. Also dreimal war mehr so der Regelfall, ja. Spielentwickler, Zwinker, Zwinker. Den Brückensamen hat's ja auch hingehauen. War ja auch top quasi, weißt du. Erwähnst du nur ganz kurz und schwuppdiwupp, weißt du, wird sofort implementiert. Jeder hat hier seinen eigenen Entwickler. Der einfach immer zuhört, weißt du? Also müsst ihr auch ein bisschen aufpassen, was er denn so von euch hebt, so. Aber das kann man natürlich auch zu seinem Vorteil nutzen. Kann es sein. So, in der Ecke müssten wir jetzt mehr oder minder fertig sein. Hier sind wir durch, da sind wir durch. Da waren wir auch durch, da war auch nur Wand. Da ist die Kiste, da haben wir jetzt schon ordentlich reingeschmissen. Ihr könnt diesen einen großen... Knochen könnte ich da reintun und das brauchen wir dann sowieso nicht. Ich habe gehört, das kann man in der Küche kann man das hier brauchen. Oder ich kann da durch. So, schwimmen wir einmal auf die andere Seite. Geile gelbe Pilze, aber das war dann auch schon wieder, wa? Ein bisschen Gold ist noch da. So, das schnapp ich mir doch mal. Die Münzen nehme ich mir auch mit. Ach ja, müssen wir auch noch machen. Vielleicht mache ich das dann im Anschluss. Versuche immer so ein kleines bisschen Abwechslung. Ja, so ein kleines bisschen Abwechslung. So. Dann einmal. Hier. So. Dass wir dann wenigstens so einen kleinen Wechsel dann im Grinden, im Bauen und so ein bisschen im Entdecken haben. So. Entdecken hatten wir jetzt. Jetzt sind wir beim Grinden. Demnächst können wir dann mal wieder ein bisschen bauen. Wir haben ja super viel Zeug und Kram, haben wir ja zu Hause. Und außerdem will ich die Butze gerne nochmal ein bisschen schön haben. Vor allen Dingen auch. Jo, wo ist jetzt? Oh ne, ich bin nass. Schade. Ach nein, warte.
Vor allen Dingen möchte ich auch mal die neuen Sachen ausprobieren. Hallo, guten Tag. Schön. Ah, herrlich. Das wollte ich jetzt nicht. Zwei Schläge. Bitte. In der Reihen. Dankeschön. So, den gelben Pilz nehme ich gerne mit. In den anderen Kisten war aber auch Eisenschrott drinne. So, den lasse ich da liegen. Warum müssen wir? Seht schon wieder kommen. Ihr seht schon wieder kommen. Kaum kommt das Update raus, weißt du? Schwuppdiwupp, raus, dicke, fette Knochen für einen Hausbau oder so. Oder, keine Ahnung, der neue Webstuhl. Der neue geile Hardcore-Webstuhl. Ach nee, komm da nicht dran vorbei. Kommst du raus? Kommst du raus zum Spielen? Ich glaube, der Frostner ist recht potent, quasi. Wenn es darum geht, Schleim richtig schön auf die Fresse zu hauen. Das ist schwierig, quasi einer gallertartigen Masse einfach so auf die Fresse zu hauen. Aber der Frostner, der kann das, weißt du? Der schafft das. Der macht das einfach so. Ohne Probleme. Das finde ich gut. Das. Da sage ich ja dazu. Weißt du? Das ist ein Traum. Das ist wirklich ein Traum. So. Hier geht's noch ordentlich weiter. Hier geht's wirklich noch ordentlich weiter. So, wir haben fast einen Stack haben wir am Start. So, da unten ist noch ein Schaleimhaufen. Nee. Ja, irgendwo hier. Verdammte Axt. Dann nehme ich doch erstmal den. Da war er. Hier. Mist. Ja, ausgezeichnet. So, die gelben Pilze nehme ich mit. So, ich brauche wieder Helztinkturen. Bei meinem Spielstil brauche ich quasi eine Flatrate. So, immer rein quasi. Eine Flatrate. Von der Brauerei direkt in mein Haus rein. So. Einmal hier, einmal da. Aber dann bitte nicht so ein komisches Lightbier, ja? Oder so eine Scherze. Da darf schon was kräftiges Würzchen sein. So, der Gute. Ich bin ja auch echt wirklich gespannt, wann wir denn endlich den besseren Helztrank und den besseren Ausdauertrank bekommen. So, sind wir hier durch? Haben wir hier alles? Haben wir hier alles? Ich glaube schon. Ich bin jetzt auch schon so ein bisschen, weißt du, die Zunge ist alt und lahm, weißt du, früher war die schön kratzig. Quasi wie eine riesige Katzenzunge, ja, haben wir jeden Quadratmillimeter hier abgeleckt. Aber die Zeiten sind auch irgendwie vorbei. Also, keine Ahnung. Jetzt wird hier nur noch jeder Quadratzentimeter abgeleckt. Also. Nee. Ja, doch, hat geklappt. Ausgezeichnet. So, sehr schön. Da ist noch ein bisschen. Das hat sich aber überhaupt nicht gelohnt. Und hier war jetzt. War denn noch? Da war jetzt. Es ist doch. Ja. Man macht sich damit irgendwie mehr die Spitzhacke kaputt, als man irgendwie noch eine Chance drauf hätte, ja, noch ein bisschen Metall abzugreifen, wa? Also irgendwie ist nicht so aufregend. Hier jedes. Oh, warte. Da, man kann. Ich kann da. Oh, ich kann nach draußen gucken. So. Oh. Das ist fast wie eine Treppe. So, dann sind wir hier durch. Kann ich mir jetzt. Warte mal. Vielleicht. Oh, wir haben einen ganzen Stack am Start. Geile Scheiße. So, das raus, das auch.
Die Rinde brauchen wir bestimmt noch. Den Schlamm müsste ich eigentlich auch noch haben. Was wir nicht unbedingt brauchen, sind Innereien. Davon haben wir massivst viele. Außerdem könnte ich ja mal schnell mal ins Portal springen, wenn mir dann wieder einfallen würde, wie das heißt. Und wir könnten schnell mal zur Wurstfabrik springen. Das wäre halt überhaupt kein Problem. Ich glaube, wir sind durch, wa? Hier auf der Seite. Hier waren wir auch. Hier ist quasi auch alles leer gelutscht. Ich würde sagen, wir haben es geschafft. Wir haben es definitiv geschafft. Jetzt müsste ich nur einmal kurz zurück. Jetzt müsste ich eigentlich nur einmal kurz zurück und ja, hier zum Boot bzw. zum Portal. Das ist ja nicht so super weit weg, aber keine Ahnung. Weißt du, ihr seid ja verwöhnt durch mich. Ihr müsst ja nicht an jedem Mist mitmachen. Heißt also, wir könnten jetzt auch Feierabend machen. Oh, schon geht's auch lange genug. Mal zur Abwechslung irgendwie auch die Regelsendezeit heute. Das ist doch. Ach Mensch, ey. Naja. So. Ja, da blick irgendwie die andere Krypta hier unten. Diese. Die würde ich einfach nochmal ohne euch machen, Fragezeichen, und dann sehen wir uns wieder zum Häusle bauen, quasi, Dungeon würde ich da unten bauen, meine schöne Schatzkammer, das haben wir jetzt nochmal ein bisschen gesammelt, Rüstung muss upgradet werden und ich will natürlich allen möglichen Kram und Zeug, was wir denn wird Häusle bauen irgendwie neu bekommen haben durch den Teer, möchte ich natürlich auch nochmal ausprobieren. So, in diesem Sinne, ich grinde hier nochmal ein bisschen fröhlich vor mich hin und ja, und sag einfach danke. Danke, dass du dabei warst. Hab noch eine wunderbare Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.